Man kann Tischlermeister Fritz Schwab aus Schlehdorf zweifelsohne als Ökopionier bezeichnen, denn schließlich war er einer der ersten energieautonomen Tischler in Österreich. Dann angefangen mit 2009 die ersten zwei Photovoltaikanlagen zu installieren und haben mittlerweile 4 Photovoltaikanlagen und erzeugen übers Jahr gesehen ungefähr gleich viel Energie, wie wir in unserem Betrieb auch verbrauchen. Fritz Schwab setzt außerdem auf Elektromobilität und war einer der ersten Betriebe, die ein Elektroauto für Kundenbesuche einsetzten. 80% seiner dienstlichen Fahrten erledigt er mit seinem Elektroauto. Aber auch Energiefressern ist er auf der Spur. Wir haben dann auf Initiative vom Umweltservice die Umstellung gemacht von Druckluftschleifgeräten auf elektrische Schleifgeräte, weil das doch ja auch für alle Mitarbeiter ein großer Irrglaube war, dass man sagt, ich schleife ja mit Druckluft und glaube, das ist ja keine elektrische Energie. Und das stimmt ja nicht. Ich habe durch die Umstellung auf elektrische Schleifer Einsparungspotenzial von ungefähr 50% Energiekosten. Freilich wurde er für sein Engagement anfangs auch ein wenig belächelt, wie er erzählt, aber letztendlich hat er recht behalten. Das unterstreichen auch die vielen Auszeichnungen. Demnächst wird er als erster in Salzburg mit dem Umweltzeichen für Tischlereien prämiert.